Ja, hallo, Baby Ben, und ich habe hier einen scharfen Löcher und sowas. Einen ganz scharfen. Ja, und Baby Ben isst hier schon sein Tuch auf und den füttere ich jetzt nochmal. Ja, nicht in 3 Jahren. Okay. Baby Ben, nimm mal dein Dings raus. Ja, ohne Hände. Ohne Hände. Mama hat alles schon wieder. Huch. Mama hat gekleckert, ne? Ist egal, weil er hier sein Essensauto ist. Muss ich mich ja hier. Wenn es da draufsteht. Nee, dann nimmt er das ja. Nee, Hände weg. Mama hat es extra für mich gekauft, damit ich. Baby Ben. Hast du das extra da drauf genommen? Hast du mir das extra gekauft als Baby, damit ich da drauf klickern kann für Baby Ben? Baby Ben. Ihr Hände raus. Ich muss das, glaube ich, mal ohne Kamera machen. So, der Baby Ben hat jetzt ein ganzes Ding aufgegessen. Eigentlich waren es 2 hiervon. Aber ich habe auch mal mitgegessen, also hat er in Wirklichkeit nur 1 gegessen. Und jetzt bellen die Hunde so, Baby Ben. Wollen wir mal gucken? Erstmal ein bisschen hier vom bösen Dings weg. So. Mal gucken, warum die Hunde so bellen. Weil da hinten jemand sein Auto verkauft. Verkauft, fotografiert oder so. Muss ich mal kurz pfeifen. Sheila, Apollo! So, jetzt Ruhe. So wie. Jetzt kriege ich das nicht mehr zu. Warum das nicht? So wie ihr sehen könnt, habe ich heute ein bisschen aufgeräumt. Ich habe das hier alles. Hier ist nur ein bisschen Chaos von meinem Mann. Aber das habe ich so ein bisschen aufgeräumt. Hier aufgeräumt. Die Stühle, die hat Mia hier schon wieder durch die Gegend geschoben, weil sie vorhin für Baby Ben ein Zimmer gebaut hat. So, die muss ich nochmal machen. Hey, wer nöt denn da? Da sind doch ihre ganzen Sticker und Bedeutungen. Ja, wer nöt denn da? Ja, komm mal hier. Mama, setz dich mal auf den Boden. Komm mal zur Mama. Ja, komm mal hier. Ja, komm mal hier. Ja, toll. Ja, komm her, Mama hilft dir, ne? So. Hallo. Hallo, Schnuffi. Hallo. Bist du schon ein großer Junge? Ja? Toll. Oh, toll. Oh, du bist ein toller Junge. Ja, jetzt seht ihr mich doch endlich mal so. Hallo erstmal. Ja, hallo erstmal, ne? Mama muss erstmal Hallo sagen. Genau, ich habe ja jetzt irgendwie spät angefangen. Was habe ich heute alles schon gemacht? Ich muss mal überlegen. Ja, ich mache ein Video. Okay. Ja, sehr ernst, wenn ich in dem Video drin sein, verstehe ich nicht. Naja, was habe ich heute alles schon gemacht? Also ich habe heute ein bisschen aufgeräumt hier. Und noch richtig geputzt, also ich habe richtig gestaubsaugt, also gewischt habe ich noch nicht leider, aber ich habe zum Beispiel auch hier die Ecke vom Ofen halt so ein bisschen sauber gemacht, habe die Spiele da mal wieder hinsortiert, ne? Ja, das ist auch alles immer viel Arbeit und das habe ich heute gemacht. Dann habe ich ein Video geschnitten für euch und dann war ich einkaufen und ich würde euch auch gerne ein Food Haul drehen, aber die Sachen sind leider noch unten. Weil mir die zu schwer waren. Ja, also was habe ich heute noch alles so gemacht? Für Einkaufen, habe ich euch ja gerade schon erzählt. Und Koya, wenn er nach Hause kommt, dann trägt er mir die beiden Sachen hoch, die beiden Tüten. Und dann kann ich auch einen Haul für euch drehen. Und wir müssen uns unbedingt was überlegen, was wir jetzt hier mit der Treppe machen. Also warum dieses blöde Holz da steht, weiß ich immer noch nicht. Das war ja für mein Brett im Schreibtisch. Quasi für... Da ist das Brett.
Der hat ausgesiegt, mein Mann. Aber wir müssen uns hier halt unbedingt was überlegen. Aber für diese Standarddinger ist das hier zu breit, weil diese Stufen sind schon 90, das ist ungefähr ein Meter. Müssen wir mal gucken, wie wir das hier so lösen, ob wir da irgendwie was selber bauen oder so, dass wir hier so ein Gitter hinmachen, dass Baby Ben hier auf keinen Fall runterrast, ne? Das wäre ja nicht ganz so toll. Ne, Baby Ben, das wollen wir ja nicht. Nein, ne? Aber wir haben schon eine ganz lange Liste. Und zwar ist die hier, da steht drin, Vorratsraum aufräumen. Der Smart braucht TÜV und wir müssen den TÜV fertig machen. Die Küche, da müssen wir die Fußleiste und Hängestange. Achso, Fußleiste, genau. Und zwar ist das, kann ich mal zeigen, hier, die geht immer wieder weg. Also die ist so ein bisschen gebogen. Und die will man mal richtig machen. Was steht hier noch? Hängestange. Genau, ich habe so eine Hängestange bekommen, die will ich dann quasi hier hin machen. Die muss mein Mann aber noch kürzen. Und zwar habe ich die von meiner Schwiegermutter. Von der, die hatten das noch übrig, aber die brauchen das nicht. Das ist diese Stange. Ich muss mal gucken, weil irgendwie gefällt mir die Farbe nicht so. Das sieht man jetzt gar nicht so. Das ist so ein, ja, so goldmäßig. Keine Ahnung. Muss ich mal schauen, ob ich die noch haben möchte. Und die möchte ich dann, wenn, auf jeden Fall hier hin. Oder ich hole mir eine von Ikea und dann kann ich so Sachen dranhängen. Mal gucken. So, dann haben wir hier auf dem Kleiderschrank Ordnung machen. Den Schrank aufräumen und sortieren. Mias Zimmer streichen, die Balkontür. Und zwar ist das hier, so, ihr seht das ganz gut, sogar durch dieses Ding, die, wie schattig, es ist sogar ganz gut, dass man das hier ist, wie schattig das jetzt bis hier oben hin geht, dieser Riss, von da ganz unten. Wir müssen uns unbedingt um die Tür kümmern. Was steht da noch alles? Treppe absichern. Mias Zimmertür, also Mia soll eine Zimmertür bekommen. Paletten zersägen, für, damit wir die, ganz viele Paletten da stehen, damit wir die für den Ofen machen können. Und eine Lampe über der Dunstabzugshaube. Und zwar, ja, hier habe ich nicht aufgeräumt, nicht so richtig. Leuchtet hier nur diese hier und die leuchtet nicht. Und das Ding haben wir von Ikea und wir waren auch schon bei Ikea. Aber diese Lampen haben sie irgendwie nicht mehr. Naja. Ja, hier sieht es immer noch chaosmäßig aus. Das sind alles Sachen, also ich habe ja aufgeräumt und das sind alles hier so Sachen, die für mir in Mias Zimmer kommen. Da habe ich mir eben gerade noch so ein Ei gemacht. Dann habe ich hier Süßigkeiten gegessen. Es kommt raus. Naja, Babymilch und so, das sind alles so Sachen, die hätte ich mal mit. Und dieses Ding hier, das muss ich mal sauber machen, weil... Das ist so, da packe ich immer das Hundefutter und das Katzenfutter drauf. Das steht eigentlich da unten vorm... Oh, Luna sitzt da mal. Das steht eigentlich mal hier unten. Das musste ich mal so machen. Hallo, Luna. Oh. Möchtest du mal raus? Hm? Kleines Mäuschen. Ja. Aber wir haben ja heute... Ich weiß nicht, ob ich so schon erzählt habe. Wir haben heute Freitag. Und mein Mann kommt bald. Ich guck mal kurz, wie spät es ist. Viertel nach drei. Wann hat er mir denn geschrieben? Hat mir das gesagt? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, so um zwei oder so hat er mir gesagt, er braucht nicht mehr ganz so lange. Schon auf dem Weg in der Firma. Genau, also das heißt, mein Mann kommt bald nach Hause. Und dann wollte ich kochen. Oh, mir hat hier schon wieder Zeugs rumgeschmissen. Dann wollte ich kochen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich heute so Hähnchen mache mit Nudeln und Spinat. Das wollte ich eigentlich so machen. Na, mal gucken. Aber erstmal muss Mia das hier mal aufräumen, das ganze Zeug. Mia, kommst du mal bitte her? Weil deine Sticker hier rumliegen. Mia ist schüchtern geworden. Wieso eigentlich nicht? Und wieso darf ich dich nicht zeigen? Du bist doch so ein hübsches Mädchen. Okay, dann machen wir heute mal eins komplett ohne dich. Dann komm her. Ich filme woanders hin. Die Mia, die weiß nämlich schon ganz genau, was sie will und was sie nicht will. Oh, oh, komm schnell her, ich film dich nicht. Film mich halt Baby Ben, der kann sie noch nicht wehren, ne? Huch, die Sonne, Baby Ben. Ich
Ich bin ja mal gespannt. Er hat ja eben gerade diesen Baby-Band. Guck mal. Hi. Mama, du zeigst mich fast. Nee, ich zeig dich überhaupt nicht. Man kann dich gar nicht sehen. Er hat eben gerade diesen Apfelmuster gegessen. Einmal haben wir Birne und Apfel gegessen und einmal irgendwie Pflaumen und Apfel. Also wie gesagt, ich habe ja jedes Mal die Hälfte mitgegessen. Und mal gucken, ob er jetzt... also er macht sich echt gut. Also ich habe ja mal gesagt, dass er... Er macht sich echt gut. Also ich habe ja mal gesagt, dass er es irgendwie nicht hinkriegt mit dem Brei und mit dem Essen und so. Aber ganz ehrlich, er kriegt es jetzt hin. Er macht den Mund immer ganz, ganz weit auf. Habt ihr wahrscheinlich gesehen, ob man, wenn man es gut sehen konnte. Prost, Baby Ben. Er macht das richtig gut. Mama, später fühlen wir mit mir. Wenn Mama, hast du gleich noch ein Video? Mein Arm ist so warm. Kann ich gleich noch ein Video machen mit mir? Mit dir, ja. Machen wir gleich noch eins. Auf jeden Fall macht er den Mund schon richtig weit auf und das hat er am Anfang gar nicht gemacht. Am Anfang hat er hat alles mit der Zunge rausgedrückt und diesmal hat er es wirklich nicht gemacht. Da wollte er das wirklich immer haben, hat den Mund schon richtig aufgemacht. Also richtig, richtig toll. Ich bin ganz stolz auf meinen kleinen Jungen, ne? Ich auch. Du bist auch stolz auf Baby Ben? Mama, hier muss ich runter. Hier muss ich da muss ja, ich muss. Ja, dann komm, ich mach so. Jetzt sieht man dich nicht mehr. Komm, man sieht dich nicht. Sieht man nicht. Nein, man sieht dich nicht. Okay. Hey, geh runter. Ja, später machen wir ein. Später machen wir wieder eins zusammen, genau. Nein, auf jeden Fall hat er das ganz, ganz toll hingekriegt und jetzt bin ich mal gespannt, weil eigentlich er hat es ist für den nach 3 und er hat ungefähr so um 10:30 gegessen. Also da hat er die Flasche gekriegt. 11, 10:30, 1, 2, 3. Das ist auch schon wieder 3:45 her. Also fast 4 Stunden. Und jetzt habe ich mir halt einfach das Ding gegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt noch eine Flasche haben will oder nicht. Eigentlich, das Problem ist halt immer, was ich habe. Wenn ich ihm eine Flasche gebe, dann schläft er jedes Mal bei ein. Und eigentlich ist das natürlich sehr praktisch, ne? Eigentlich ist das total praktisch, weil dann habe ich immer dann, wenn er dann einschläft, dann habe ich immer mal so eine halbe Stunde, mir spielt Pferd da unten. Dann habe ich immer so eine halbe Stunde oder so, wo er dann schläft. Und wo ich dann halt so meine Ruhe habe, wo ich zum Beispiel schnell duschen gehen kann oder mal hier irgendwas machen kann, wo ich dann mal nicht auf Baby Ben so lange aufpassen muss. Das ist halt immer ganz praktisch. Aber wenn ich ihm jetzt eine Flasche geben würde, würde er jetzt natürlich dann auch meistens einschlafen. Und ich habe das Gefühl, dass er gar nicht mehr so viel Schlaf so braucht. Ne? Brauchst nicht mehr so viel Schlaf. Und dann schläft er halt nachts besser. Wenn er jetzt tagsüber die ganze Zeit pennt, dann ist er halt abends wach und ist dann ab 4 irgendwie macht Halligalli, ne? Und dann mal gucken. Ich bin mal gespannt, wie das so. Mama, ja, wir machen jetzt Julia ein Päckchen. Genau. Mias Freundin Julia hat Geburtstag gehabt und Mia ist morgen da eingeladen. Mama, das war doch Mama. Nee, das habe ich alles für Julia gekauft. Und wenn du Geburtstag hast, Mia, dann kriegst du auch ganz viele tolle Geschenke. Mia, guck mal, die ganzen Leute sehen jetzt, was du für eine Heulsuse bist. Aber mit der Auto von etwas. Mia, wir zeigen erstmal, okay? Hast du das schon gesehen? Das ist eine Conny-CD, weil Julia magst du gerne Conny, ne? Ich zeig euch das auch mal. Und zwar heißt die CD Conny übernachtet bei Julia. Und ich mache mal den Preis ab, also das kostet 3,99. Preis machen wir mal ab. Und Mia, wenn du das nächste Mal bei Julia übernachtest, darfst du bestimmt auch die CD hören. Ne? Also einmal die CD haben wir. Dann haben wir hier ein Buch. Ja. Auch ein Conny-Buch, weil Julia ist absoluter Conny-Fan, wirklich. Und das heißt, Conny macht das Seepferdchen. Und da ist noch ein Conny-Spiel. Genau, und dann mache ich auch noch einen Preis. Das hat 3,99 gekostet. Und dann ist hier ein Conny-Spiel. Conny und die Tiere. Da steht kein Preis drauf, aber das hat 6,99 gekostet. Und das packen wir jetzt mal ein. Thank you.
für Julia. Mama, du gehst dann von mir. Mama, du gehst gar nicht. Julia. Ach, okay, Julia. Ich bin erwachsen, ich weiß das. Mama hat mich genau das gleiche Tesafilm-Zeugchen nochmal gekauft. Nee, das ist Mama. Aber hier mit der Rolle, die können wir bei dir. Wieso ist das Mamas? Weil ich mir das gekauft habe. Das Rote war doch schon mal da. Aufheben. Ja, aber das Rote habe ich dir geschenkt. Nix. Und jetzt kann nee, Mia, es geht nicht immer nur alles nach deiner Nase. Mama kauft sich auch mal Sachen. Mami, Mama, ich hatte doch schon mal einen Sonnenschaden. Also wollte ich, dass ich die nehme. Nö. Guck mal. Dafür hast du ganz tolles Tesafilm. Willst du weiterkleben? Puh. Puh, puh, puh. Stinkt das so? Ja. Ja, das stinkt wirklich. Mia schnüffelt Klebstoff. Nee, das stinkt. Wasser stinkt nicht. Was stinkt das denn? Na, Kleber. Das stinkt nach Toilette. Kleb mal auf. Toll. Noch ein. Noch ein. Zur auf. Sicherheit, ne? Ja. Genau. Und jetzt müssen wir das Spiel noch einpacken. So, Julias Geschenk ist fertig. Schnuffi Puffi, komm mal her. Komm mal zur Mama. Lass dich nicht von irgendwelchen Tanten von der Seite angefallen. Ich bin keine Tante, ich bin die Mama. Frauen wollen alle nur dasselbe. Baby Ben, komm mal her. Ja, fein, komm her. Ben, Liebling. Ich will gucken, ob er zu mir kommt. Ben, komm mal zur Mama. Ja, komm her. Komm. Ja, toll. Komm zu Mama. Komm her. Hallo. Hallo. Kleiner Schnuffi-Puffi, hä? Strampelpampel. Du hast ja ganz rote Backen, ganz rote Bäckchen, Po-Bäckchen. Oh, das sind Wangen, ne? Vom Mittagsschlaf? Kommt das vom Mittagsschlaf oder woher kommt das? Oder hat dich da jemand gehauen? Vielleicht warst du das ja auch. Was machst du denn da? Was macht der Papa da? Fräulein. Freundchen. Willst du sprechen? Bin ich schon. Muss ich nicht werden. Ich habe einen Teebeutel für dich. Was ist denn damit? Teebeutel. Film dich mal meinen Po. Ich habe Bibi Bens Gesicht gefilmt, aber egal. So. Und nachher testen wir mal diese drei relativ neuen Sorten. Und ich bin gespannt. Dann esse ich drei Tüten alleine auf. Ich kenne schon unser Testen, kenne ich auch. Wir werden da auch drei Tüten aufessen. Kennen wir doch schon. Ja, aber die sind ja auch relativ neu. Ja. Die hab ich gekauft, hab Mecker für gekriegt. Und dann ja, weil ich eigentlich keine. Ja, ich mag eigentlich keine sauren Sachen, aber das habe ich gemocht. Naja, jetzt ist es schon, man kann es gar nicht sehen, 7:30 ist es auf jeden Fall. Und um 7:45 gibt es... Liebling, sieht man mich so? Oder ist das... Ja. Ein Ausschnitt? Sieht wirklich voll ein Ausschnitt.
Also, um 7:45 gibt es, wie mir so schön sagt, Wusel, Wusel. Ich weiß nicht, da gibt es irgendwie auf RTL, ich weiß nicht gar nicht, wie das heißt, ist aber irgendwie so mit so Handpuppen. So, es sind so Comedians, die mit so Handpuppen spielen, irgendwie. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Jedenfalls ist da irgendwie so ein Viech, das wohl aussieht wie so ein anderes Viech aus irgendeiner Kinderserie, Wusel, Wusel. Und das wollte Mia unbedingt sehen. Und deswegen hat sie Mittagsschlaf gemacht und habe ich gesagt, dann darf sie das gucken. Und das gibt es um 7:45. Mal gucken, ob sie jetzt enttäuscht ist, weil sie denkt, glaube ich, das ist ein Kinderfilm oder so. Keine Ahnung. Das gucke ich mir auf jeden Fall mit ihr an. Der Huster von meinem Mann ist auch wieder mit drauf. Und mehr haben wir jetzt irgendwie heute nicht mehr vor. Deswegen sage ich euch jetzt schon mal Tschüss. Ich weiß noch nicht genau, wie lang der Vlog jetzt wieder geworden ist, aber ich schätze mal wieder sehr lang. Und deswegen labere ich jetzt einfach nicht mehr so viel und sage Tschüss, bis morgen. Tschüss. Sag Tschüss. Tschüss.